الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ich bin immer wieder gerührt, wenn ich sehe, wie viele Sorgen man sich in der Politik um die Muslime in diesem Land macht. Ich meine, ich bin selber Muslim und als solcher kann ich es ja nur begrüßen, wenn man sich da oben Gedanken über mein Wohlergehen macht. Und besonders, wenn man sich die Entwicklung in den letzten Jahren anschaut. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir schon jemals so viele Angriffe auf Moscheen hatten wie im letzten Jahr allein. Inzwischen haben wir Zustände erreicht, dass mancherorts ein Mädchen auf offener Straße angegriffen wird, einzig und allein deswegen, weil sie ein Kopftuch trägt. Insofern ja, ich begrüße das sehr, wenn man sich um das Wohl der Muslime sorgt. Nur komischerweise sind die Sorgen, die man sich in der Politik um uns macht, diese Sorgen haben nichts mit dem zu tun, was uns tatsächlich bedrückt. Das sind überhaupt gar nicht unsere Sorgen, das sind gar nicht die Dinge, die uns eigentlich Sorgen machen in diesem Land. Was macht man sich da zum Beispiel für Sorgen? Zum Beispiel um fastende Kinder in der Schule. Fastende Kinder in der Schule, das ist eine der aktuellen Sorgen. Jedes Jahr wieder im Sommer fastende Kinder in der Schule. Seit 30 Jahren fasten die Kinder in diesem Land. Niemals ist etwas passiert, kein einziges Mal. Es gibt keinen dokumentierten Fall. Nie ist ein Kind deswegen umgekippt oder musste das Schuljahr wiederholen, weil es im Sommer gefastet hat. Aber es wird jedes Jahr wiederholt. Zumindest seit den letzten 2-3 Jahren. Immer und immer wieder. Fasten, das ist die Sorge. Das ist nicht unsere Sorge, das ist die Sorge, die man angeblich dort oben hat. Oder die Sorge um unsere Mädchen. Die Sorge, dass ein Mädchen, was in einer muslimischen Familie aufwächst, zum Kopftuch gezwungen wird und sich ja deswegen nicht frei in seiner Persönlichkeit entfalten kann. Das ist die Sorge, die man hat. Auch hier kein dokumentierter Fall, nichts, keine Untersuchung, keine Umfrage, gar nichts. Ich meine, solche Dinge kann man ja heutzutage herausfinden. Man kann ja einmal mal nachforschen, was ist da passiert überhaupt, wie sieht das aus, gibt es das überhaupt? Ist das vielleicht nur ein Hirngespinst oder gibt es diese Fälle in der Realität? Nichts davon wird gemacht. Aber die Sorge, die kann man ja transportieren, ne? Nach außen, die Sorge um diese muslimischen Mädchen. Das funktioniert auch deswegen immer so gut, weil man ja das Klischee bedient. Und auf die Klischeevorstellung der Menschen kann man sich immer verlassen. Es glaubt jeder. Keiner hinterfragt das. Keiner kommt mal auf die Idee und sagt, hä, gibt es das überhaupt? Wo sind denn diese ganzen Mädchen, die ganzen Kinder, die doch in der Schule umkippen? Aber diese Klischees halten immer nur so lange, bis man sich wirklich mal die Mühe macht, mit Menschen zu sprechen. Es gibt eine Journalistin in Österreich, die hat das tatsächlich getan. Sie heißt Melisa Erkurt. Und ich habe ein schönes Zitat von ihr vor ein paar Tagen in der Taz gelesen. Sie sagte, ich war überzeugt, dass meine Meinung richtig ist. Bis ich Hijabis persönlich kennenlernte und verstand, dass sie das Kopftuch tragen, um Gott näher zu sein. Nicht um ihr Haar vor Männern zu verstecken. Nur weil ich das nicht nachvollziehen kann, heißt das nicht, dass ich im Recht bin. Viele von ihnen wollten schon als kleine Mädchen Kopftuch tragen, um die Mama nachzuahmen. Vielen wurde das verboten aus Angst davor, was die Mehrheitsgesellschaft denken würde. Das hat sie herausgefunden. Sie hat sich mit Familien unterhalten und hat das so erlebt. Ich meine, diese Sorge könnte man ja mal übernehmen. Man macht sich ja die Sorge darum, dass unsere Mädchen sich nicht in ihrer Persönlichkeit frei entfalten können. Und wenn unsere Mädchen sagen, hey, wir möchten ganz gerne Kopftuch tragen und jetzt kommen andere Leute und sagen, hey, wir wollen das nicht, mach das lieber nicht und wollen ihnen das verbieten, dann könnte man ja sagen, hey, wir setzen uns für euch ein. Das passiert aber nicht. Daran erkennt man sehr schön, dass diese Sorge um die freie Entfaltung der Mädchen nichts als vorgeschoben ist. Es ist keine reelle Sorge. Ob es überhaupt ein einziges Mädchen in ganz Deutschland gibt, das jemals in seinem Leben zum Kopftuch gezwungen wurde, das weiß man gar nicht. Aber aus Sorge, aus angeblicher Sorge davor, dass sie sich in ihrer Persönlichkeit nicht frei entfalten kann, will man das gleich komplett verbieten. Die Mädchen allerdings, die sich dafür entscheiden und sagen, wir möchten das gerne machen, für die setzt sich niemand ein. Die freie Entfaltung, die wird einem Mädchen in Deutschland nur dann zugestanden, wenn sie sich gegen einen Wert des Islams entscheidet. Dann ist die Politik auf der Seite des Mädchens. Sie wird von allen Seiten unterstützt. Würde man sich tatsächlich um die Persönlichkeit der Mädchen sorgen, dann würde man das in beiden Fällen machen. Und dann kann ich es auch nachvollziehen. Dann würde ich verstehen, wenn jemand sagt, hey, dieses Mädchen möchte das nicht, lasst sie in Ruhe, okay, das kann ich nachvollziehen. Aber genauso müsste man dann auch zu den Mädchen hingehen,
was sagen würde, hey, ich möchte das gerne machen. Dann müsste man genauso hingehen und sagen, ich bin auf deiner Seite, wir unterstützen dich dabei, keine Sorge, wir halten zu dir. Nun, es zeigt uns, dass es nie um diese Sorgen geht. Diese ganzen Sorgen sind nur vorgeschoben. Damit versucht man irgendwie der Bevölkerung etwas vorzugaukeln. Das, worum es in Wahrheit geht, ist, wir leben im Jahre 2019 und man hatte eine günstige Möglichkeit gefunden, auf dem Rücken einer Minderheit in diesem Land Stimmen zu sammeln.